It's all about humanity. Ja, genau, ihr seht richtig. Wir haben 3 von 82 KK eingenommen. Das heißt, die Ebis sind weg. Das freut mich mega. Und ja, dafür können wir uns jetzt definitiv das ein oder andere IQ-Teil besorgen. Vielleicht finden wir 2, vielleicht finden wir 1, aber das werdet ihr dann natürlich sehen. Hier haben wir einen wunderschönen dunklen Talisman. Plus 1 mit 20 Dunkelheit, 4 Def, 3 Won, den nehmen wir natürlich mit. Dafür sollten wir mindestens 5 Won kriegen. Also haben wir damit schon mal 2 Won plus gemacht. Sehr, sehr geil. Wir müssen zu KT, er hat seinen Shop gerade eröffnet, habe ich gerade gesehen mit dem anderen Char. Der hat ein paar Bücher drin, die kaufen wir natürlich raus. Wuzi und Vanyozi, die Kriegskunst, kaufen wir uns wieder. Was hat der Kollege denn diesmal noch so drin? Meine starker Körper hat er drin, damit können wir den Shop wieder ein bisschen füllen. Furcht lassen wir diesmal drin, verzopfte Klinge für 2 KK. Ja gut, das können wir sein lassen. Die VWK nehmen wir wieder mit. Ja, Form S ist mir gerade auch ein bisschen zu viel. Haben wir noch einen starken Körper? Nee, leider nicht. Aber egal, wir haben ein bisschen wieder abgekriegt. Ja, und die 80 KK müssen wir halt auch wieder ausgeben. Da kaufe ich mal wieder ein paar Vierersteine, zumindest die, die gerade da sind. Ausweichend gucken wir auch nochmal nach, ob da wieder welche für unter 3 gibt. Leider nicht, beziehungsweise 3. Und Todesstoß gucken wir natürlich auch nochmal nach. Wir können ja auch mal gucken, was Hast gerade kostet. Ein Todi für 3,3. Wie viel hat Fuzzi da drin? Ja, auch ein paar, das ist ärgerlich. Aber wir schauen trotzdem mal nach Hast plus 4, wie teuer die gerade sind. 6,5 KK. Eieieiei. Die sind auch heftig gesunken. Das hätte man vor ein paar Wochen auch keinen erzählen können. Duckens waren ja auch bei 5 KK wegen Yohara. Mal schauen, was die gerade sagen. 1,2 KK, den nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Ansonsten gucke ich jetzt einfach mal generell durch, ob ich noch was finde. Hier können wir uns 2 Sachen wieder gönnen. Einmal wieder ein HTA plus 7. Das eine haben wir ja für 30 KK verkauft bekommen. Dann machen wir das gleiche Spielchen mal wieder. Und das andere HTA mit 2 KTP für 19 KK. Nehmen wir auch noch mit und verkaufen das ebenfalls für 30 KK. Hier haben wir 1,5 KTP Phoenix-Schuhe für 2 KK. Die lassen wir natürlich nicht liegen. Ansonsten müssen wir erstmal weiterschauen, ob es sonst noch welche gibt. Das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam ganz schnell. Wir sind hier schon bei 50 KK, da wird jetzt auch nichts mehr großartig kommen. Es sei denn, wir haben Glück. Hier nochmal Phoenix-Schuhe. Nee, leider nicht. Ich glaube, wir gönnen uns hier die ganzen Silberhalsketten, weil die gingen ja letztes Mal plus 0 schon für 2 KK weg, wenn ich mich nicht recht irre. Aber die sind halt schon plus 5, da sollten wir ein bisschen mehr für kriegen. Die werde ich wahrscheinlich für 4 KK bis 5 KK reinstellen. Die für 3 KK nehme ich die auch noch mit. Sollen wir es einfach mal tryen? Man hat ja nichts zu verlieren, würde ich jetzt sagen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die auch einmal mit und verkaufen die dann alle für 5 KK zu verkaufen. Wo sind die plus, wenn wir jetzt hier 3 KK, das ist dann meine. Wir gehen wieder auf Seite 7 und holen die einen hier auch noch raus. Und ich glaube, das sollten dann alle plus 5er Silberhalsketten gewesen sein. Hier sind sie halt schon bei 4 KK, aber das ist mir dann halt wiederum zu viel. Komm, um eine Truhe werden wir jetzt hier gamblen. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere Abzeug raus. Wir holen eine Melee-Truhe, keine Drachenwächter-Truhe, weil dafür das Young nicht reicht. Können wir die eigentlich gerade öffnen? Nee, nicht genug Platz. Sonst decken wir jetzt einfach hier ein paar Dämonen decken. Plus ganz kurz. In der Hoffnung, dass wir jetzt gleich 30 KK da rauskriegen und eventuell das ein oder andere Abzeug. 3, 2, 1. Wir kriegen ein Ei und 30 KK raus. Wie geil ist das denn? Absolut. Ich kann mich null beschweren. Und ja, das Ei ist halt schon mal wieder fast ein Bon wert. Ehre, würde ich sagen. Absolute Ehre. Und weil das Ganze jetzt so gut geklappt hat, kaufen wir glatt noch eine, würde ich sagen. Mal schauen, was wir diesmal rauskriegen. 10 KK, diesmal nur eine weiße Perle. Und das war's auch schon. Tapferes Petbuch, nichts wert. Den Splitterbuch kann man auch in die Tonne schieben. Naja, schade, hätte ja mehr sein können. Aber wie gesagt, das Pet ist halt optimal, beziehungsweise das Ei. Da kriegen wir halt mindestens 80 KK bis ein Won für. Dementsprechend können wir fast den Shop komplett füllen jetzt. Und da hole ich mir glatt hier nochmal 5 mal Mob plus 4, sind wieder auf dem Markt. Zwar haben wir nicht mehr gerade den ganzen Platz dafür, aber dennoch kann man ja Sachen stacken und dann kriegen wir das schon alles wieder in den Shop rein. Und das ganze Young ist dann dementsprechend auch schon wieder weg und da sehe ich mich definitiv drin. Und wir haben wieder einen ordentlich vollen Shop. Wie können wir denn gerade irgendwas stacken hier? Die können wir zum Beispiel einfach zusammenhauen. Dann haben wir wieder einen Platz. Eine Sache müssen wir jetzt noch irgendwie zusammenkriegen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust hier Dämonen andenken plus zu stacken, aber ich glaube, da habe ich keine andere Wahl oder ich lasse erstmal irgendeinen Stack aus. Juckt ja nicht, ich muss ja nicht alle reintun. Läuft, würde ich sagen, unser Shop steht wieder. Die Dämonen andenken sind immer noch drin, also ein Stack habe ich jetzt da rausgelassen. Die Ausweichen für 4,5 KK, die Mob für 4,5, Todi für 4,5, Duckens für 4, die Silberzketten für 4,5, die Phoenix-Schuhe, beziehungsweise das ist ein Paar, was wir gerade noch gekauft haben, ebenfalls für 10.
Die HTAs haben wir ja schon gesagt, für 30 Pro stellen wir die rein. Das Ei haben wir erstmal für einen Won reingestellt. Den Tali für 4,5 Won, da habe ich gerade nochmal auf dem Markt geguckt gehabt. Da war ein ähnlicher Tali für 4,6 Won. Das heißt, wir unterbieten den einfach mal knallhart für 10 Kaka. Ich bin ein Assi. Ansonsten noch eine weiße Perle für 9 Kaka, die haben wir ja noch aus den Truhen gekriegt. Und ja, die VWK für 1 Kaka, wie immer. Ansonsten das Übliche, halt Schallkörper 400k und die Kriegskunst haben wir zu 2 Kaka drin, weil die sollen auch für ein bisschen mehr weggehen. Deswegen machen wir das ruhig mal rein und mal schauen, wie viel wir bis morgen verkauft kriegen. Und ich hoffe natürlich, dass der Tali und das Ei weg ist. Generell, das Ei muss in 7 Tagen weg sein. Jau! Was haben wir denn da Schönes gefunden? Ein LKS mit AGO, 10 Teufel für 3,5 Won nehmen wir natürlich mit und verkaufen das Ding für 4,5 Won. Als nächstes haben wir hier einen Jingyang Plattenpanzer Plus 9 mit 1 KTP, 50 AB, 5 TP Absorb mit 4er Stein für 2,5 Won. Den nehmen wir mit und verkaufen den für 3 Won weiter. Ja, da sage ich nicht nein zu hier. Vio Tränke für 1,5 KKM, 200er Pack, 3 Stück hat er im Laden. Die holen wir natürlich alle 3 raus. Die 11 Steine gönne ich mir jetzt auch noch eben schnell. Unser Shop steht jetzt. Wir haben den Jingyang Plattenpanzer für 3 Won reingestellt. Das LKS für 4,5 Won und die ganzen Steine für die üblichen Preise. Die Vio Tränke für 5 KK. Und ja, ansonsten ist alles ja gleich geblieben. Mal schauen, wie lange wir diesmal brauchen. Naja, ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen kann. Das LK ist leider nicht weggegangen. Sehr, sehr schade eigentlich. Aber dennoch 3 Won und ja, 130 KK. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Hätte schlimmer ausgehen können. Aber naja, mal gucken, was wir dafür finden werden. Da müssen wir uns richtig beeilen. Ich habe gerade ein richtig leckeres Armband hier gefunden. Ganz schnell in Won umwandeln. Ich kaufe das und dann zeige ich es euch. Für 4 Won haben wir hier ein Armband mit 2 KTP, 15 Magie, 5 Waldmenschen, 5 DB. Leckeres Teil. Also für einen Low-Level-Char ist es halt erstmal super für den Start. Und dafür werden wir mindestens 7, 8 Won kriegen. Also das heißt, wir haben dann den Gewinn einfach mal verdoppelt so gesehen. Sehr geil. Wir brauchen definitiv Shopfiller und ich glaube, damit haben wir hier das Beste gefunden, was wir kriegen können. Erstmal nehmen wir die Flammen hier mit, die schmückenden Haarnadeln, weiße Haarbänder plus nicht unbedingt, aber Eistücke plus aber, Drachenbohnen nicht wirklich. Wieso ein Won? Du kleiner Abzieher, du. Schwertaura brauchen wir nicht, aber die schwarzen Uniformen nehmen wir auch noch mit. Die Spinneneiersäcke, nee, die brauchen wir nicht unbedingt. Ansonsten sieht das Ganze eigentlich ganz normal aus. Nichts mehr, was wir hier benötigen würden, würde ich sagen. Zweimal Duckens plus 4 nehmen wir wieder für 500k mit. Die sind ja wichtig für Yohara. Und da sage ich natürlich nicht nein zu. Naja, komm, ich weiß jetzt nicht, was wir holen sollen. Kaufen wir das Armband hier für 7,5k, um den Shop voll zu kriegen. Und es gibt sogar 2 davon. Deswegen nehmen wir direkt beide davon mit. Ja, und dann haben wir hier nochmal Nimbus-Stiefel mit 1,5 TP für 5k. Und den lassen wir natürlich auch nicht liegen. Naja, dann kaufen wir uns jetzt einfach nochmal eine VWK als letztes für 500k. Dann können wir auch gleich wieder den Shop stellen. Ja, Freunde, ich habe den Shop jetzt gestellt. Bei dem Kristallarmband ist es jetzt so, ich habe es erstmal für 15 Won reingestellt. Ich habe ein bisschen mit meinen Leuten gequatscht. Die haben gesagt, ich soll es erstmal ein bisschen teurer einstellen, weil sowas findet man nicht. Und Crit ist im PvP ja eh useless geworden, da ja Crit bei Skills nicht mehr wirkt, nur bei Schlägen, soweit ich weiß. Und ansonsten, deswegen habe ich das erstmal für 15 Won reingestellt. In der Berechnung im Übrigen werde ich das Ganze für 10 Won berechnen als Hinweis. Also, wenn ich das am Ende anzeige, wie viel Won wir bis jetzt haben an dem Stand. Ansonsten, die TP-San haben wir für 10 KK das Stück reingestellt. Die Preise kennt ihr soweit. Flammen haben wir für 2,2 KK reingetan. Die 2 Packs für 1 KK, die Eisstücke für 1 KK, die schwarze Uniform 5er Pack für 3, die schwarze Uniform plus ja auch für 1,4 KK im 2er Pack, die Duckens für 3,5. Ansonsten die VWK noch für 1 KK. Und Schmückenhandel für 1,8 KK im 2 Pack. Und ja, Freunde, ich hoffe, das ganze Video hat euch dann mal wieder gefallen. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar darüber, würde ich mich freuen. Haut rein, bis zum nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.